Hola, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ja, wir befinden uns hier heute in der Folge Nummer 13 unserer Soul Couple Journey. Falls es euch interessiert, wie es denn für dich in deiner Seelenpartnerreise weitergeht, dann bleibt doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Hallöchen, meine Lieben. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Falls du jetzt hier zum ersten Mal zu mir gefunden hast, hier oben rechts im Eck werde ich nochmal mein Logo einleuchten. Da könnt ihr dann gerne, wenn ihr da drauf geht, meinen Kanal abonnieren und auch auf die Glocke drücken. So werdet ihr über jedes neue Video und über jeden neuen Community-Beitrag, den ich poste, eben informiert. Und ja, ansonsten seht ihr ja jetzt hier schon zwei Karten hier liegen. Wir haben hier einmal die Herrscherin als auch den Herrscher. Das ist unser Soul Couple. Diese Videoserie baut im Grunde aufeinander auf. Also ihr könnt selbstverständlich jetzt hier bei der 13. Folge auch mit einsteigen. Ich merke ja jede Woche, dass es immer mehr werden. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr drüber. Und falls du aber wissen möchtest, wie sich diese beiden Charaktere eben selbst ausgesucht haben, dann kannst du da gerne ab der ersten Folge beginnen, dir diese nochmal anzusehen. Ja, ansonsten geht es hier eben um einen Soul Couple, also um dich und dein Gegenüber, falls du einen hast. Das ist die Person, an die du jetzt denkst. Und falls du jetzt hier als Single zu mir gefunden hast, bist du hier dennoch vollkommen richtig, weil ich bin eben fest davon überzeugt, dass jeder Mensch hier auf der 3D-Ebene mindestens einen Seelenpartner hat. Und es ist euch beiden eben auch bestimmt, euch zu finden, beziehungsweise dass sich eure Wege kreuzen. Allerdings ist es eben halt oftmals so, dass entweder du noch so deine Thematiken und deine Lernaufgaben hast und dein Gegenüber genauso. Falls du jetzt hier zusiehst, weil du in einer Partnerschaft dich befindest oder in einer Ehe mit einem Seelenpartner, mit einer Zwillingsflamme oder einer Dualseele, dann bist du hier ebenfalls komplett richtig. Es hat auf jeden Fall einen Grund, weshalb du dieses Video jetzt hier gefunden hast. Genau, und ich schaue dann quasi jede Woche einmal für euch rein, jeden Mittwoch, wie denn diese Reise von diesem Seelenpaar eben weitergeht, also von dir und deinem Gegenüber. Und ja, diese beiden Hauptcharaktere haben sich, wie gesagt, selbst ausgesucht. Das heißt, du bist eben schon eine ziemlich gereifte Person, die eben alle Attribute, die es im Tarot eben gibt oder auch generell im Leben gibt, also die der Stäbe, der Münzen, der Schwerter und der Kelche, hast du quasi in dir, hast sehr, sehr viel Erfahrungen schon gesammelt in deinem Leben. Und dein Gegenüber ist das gegengeschlechtliche Pendant. Allerdings, wenn du jetzt hier als Homosexueller zusiehst, bist du hier dennoch vollkommen richtig. Falls du mit den Begrifflichkeiten Seelenpartner, Dualseele oder Zwillingsflamme jetzt so gar nichts anfangen kannst, ist es überhaupt nicht schlimm. Deswegen musst du jetzt nicht gleich ausschalten. Es geht hier dennoch halt einfach um eine Liebesbeziehung zwischen zwei Personen, die ja, eine sehr, sehr innige und sehr, sehr spezielle und sehr tiefgründige Beziehungen miteinander führen. Und wie gesagt, wenn du jetzt hier als Single zusiehst, ich bin fest davon überzeugt, dass es schon einen Menschen für dich gibt, der ist quasi schon in der Pipeline. Das haben wir ja schon die letzten paar Wochen hier festgehalten. Und du wirst diese Person in dein Leben gespült bekommen, sobald du eben deine Lernaufgaben gemeistert hast. Und du eben soweit bist und dein Gegenüber ebenfalls. Bitte beachte, dass dies hier eine kollektive Legung ist. Es kann also sein, dass Personen oder Zeitangaben hier eben etwas variieren. Du kannst dir grundsätzlich jeden Weg auch auf dein Gegenüber umschlagen oder eben auch den Weg von deinem Gegenüber kann auch für dich zutreffen, weil ihr befindet euch in einer Seelenpartnerschaft und insofern trifft immer auch beides zu. Ja, falls du gerne eine private Legung bei mir buchen möchtest, kannst du dies gerne tun. Wende dich dafür am besten an meine E-Mail-Adresse. Diese lautet si, das heißt auf Spanisch ja, das wird geschrieben si.caro.tarot@gmail.com. Weitere Informationen auch über meinen Telegram-Kanal findet ihr natürlich auch in der Infobox.
Ja, meine Lieben, dann möchte ich auch ganz gerne schon loslegen. Ich lege diese Soul Couple Journey grundsätzlich mit dem The Good Tarot. Ich finde, das ist eines der schönsten Tarot-Kartendecks, die es so gibt auf dem Markt. Und das hat sich eben einfach so festgelegt irgendwann. Und da möchte ich nun gerne mal schauen, was sich denn jetzt hier für euch, lieben Seelenpartner, so zeigt. Ich mische jetzt erstmal, dann räuchere ich noch eine Runde. Und dann legen wir los. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Ich weiß, die Zeiten sind sehr, sehr herausfordernd. Aber falls ihr meine Weekview vom Sonntag gesehen habt, ich lade ja immer sonntags ein Video hoch, spätestens für die darauf folgende Woche. Schaut euch das unbedingt mal an. Ich verlinke es auch in der Endcard. Da hat sich ja auch astrologisch gezeigt, dass eben so einiges los ist diese Woche. Was ich auf jeden Fall jetzt schon mal dick mit Edding unterstreichen kann, ist, dass die Lebensfreude auf jeden Fall wieder noch vermehrt, also noch stärker in unser Leben tritt. Genau. Und schaut es euch einfach mal an. So, dann möchte ich nun ganz gerne erstmal wieder eine Runde räuchern und um Anwesenheit meiner lichtvollen Guides bitten, die selbstverständlich immer an meiner Seite sind. Ich werde es immer wieder gefragt, aber es gibt hier ein Zusatzwesen, das rufe ich halt immer mit dem Räuchern zu mir. Okay, lieber Spirit, ich bitte dich um deinen Schutz und ich bitte dich um eine klare, deutliche Legung für unsere Soul Couple Journey Folge Nummer 13 und um Anwesenheit meiner lichtvollen Guides. Vielen lieben Dank. Ja. Okay, dann möchte ich wie immer mit der Herrscherin starten. Es hat übrigens auch einen Grund, weshalb die Karte der Herrscherin auf der linken Seite und der Herrscher hier auf der rechten Seite liegt. Die linke Körperhälfte beschreibt immer die weibliche Polarität und die rechte die der männlichen Polarität. Okay, meine Lieben, dann ich mische jetzt doch noch mal einmal. Lieber Spirit, was zeigt sich denn nun für die Herrscherin? Wo befindet sich jetzt in der kommenden Woche unsere weibliche Polarität hinsichtlich ihres Seelenpartners? Wo geht's hin? In welche Richtung? Was darf ich hier als Medium für Nachrichten überbringen? Und jetzt haben wir auch schon die erste Karte und wir haben. Oh. Ach, sorry, das sind zu viele. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Das war ein ganzer Stoß. Was zeigt sich hier für die Herrscherin? Wo befindet sie sich auf ihrem Weg zu ihrem Soul Couple? Okay. Wow. Wir haben hier einmal den Wagen, das Chariot. Haben wir hier wieder das komplette Deck. Also so wunderschön diese Karten sind. Ich sage sie jedes Mal, glaube ich. Sie sind halt auch echt unfassbar schwer zu mischen. Sind halt ein bisschen unhandlich. So, wo kommen wir denn jetzt dahin auf dem Wege? Nochmal. Okay, wir haben zwei der Erde, also zwei der Münzen. Um was geht's hier? Wo jonglierst du rum? Ich bin jetzt ja wirklich mal gespannt, was da jetzt noch rauskommt. Okay. Und wir haben hier den Star, Leute. Das ist echt richtig gut. Falls ich noch Klärungskarten bräuchte, würde ich mir dann noch ein weiteres Kartendeck hinzuziehen. Und jetzt möchte ich ganz gerne wissen, wo steht momentan der Herrscher? Was ist so seine Aufgabe? Um was geht es für ihn in der kommenden Woche?
Was ist da los hier bei unserem faulen, trägen Löwe? Falls ihr jetzt hier mich schon länger verfolgt, wisst ihr ja, von was ich gerade rede. Ansonsten diejenigen, die hier neu zugeschaltet haben. Ich hatte irgendwann mal das Bildnis vor mir, eben auch aufgrund natürlich dieser wunderschönen Karte, dass dein Gegenüber und du einfach wie so eine Art Löwenpaar darstellt. Und dein Gegenüber als etwas träger Löwe auf einer anderen Seite eines Ortes liegt und zwischen euch verläuft ein Fluss. Und dieser reißende Fluss, der steht ja wie immer im Tarot, steht das Wasser ja für die Gefühle, für die Emotionen. Und dieser Herrscher, der müsste sich eben in diesen Fluss reinbegeben, um auf die andere Seite zu dir zu gelangen. Und das ist auf jeden Fall sein Ziel. Das ist das, was er möchte. Allerdings ist er eben auch ziemlich faul und träge, so wie Löwen eben sind. Ich glaube, euch hat es ganz gut gefallen, dieses Bildnis, mir übrigens auch. So, und wir haben hier einmal schon wieder den Magier, sehr schön. Und dann gucken wir jetzt mal, was sich hier sonst noch zeigt. Moment, hier hat sich noch eine Karte umgedreht. Wo befindet sich momentan der Herrscher auf dem Weg zu seiner Herrscherin? Wow. Und wir haben wieder den Hierophant, wie beim letzten Mal auch. Sehr, sehr schön. Wow. Also ganz hohe Arkanas auf der Seite deines Gegenübers. Hier wird auf jeden Fall weiter transformiert. Kann ich euch jetzt schon sagen. Wo führt denn der Weg hin für dein Gegenüber? Auf dem Weg zu dir. Eine Karte bitte noch, wenn es geht. Und da haben wir es hier. Und wir haben zwei der Kelche. So, gucken wir mal. Leute! Ich glaube es nicht, wir haben schon wieder die Sonne im Outcome. Ihr seht ja, ich mische live. Ne? Ich weiß echt nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Okay, das ist sehr, sehr schön. Also nur kurz zur Erklärung für diejenigen, die sich jetzt fragen, was ist denn jetzt mit der kaputt? Also die Sonne ist eins der höchsten Arkanas im Tarot und sowieso in diesem Deck. Ja, die Sonne überstrahlt in den Karten eben alles mit Positivität, mit einem guten Ausgang. Und ich weiß nicht, ich habe wirklich aufgehört zu zählen, wie oft die Sonne jetzt hier schon im Outcome lag bei der Soul Couple Journey. Also es ist, ich bin einfach nur jedes Mal froh, dass ich live mische. Okay, dann möchte ich nun ganz gerne mit den mystischen Orakelkarten hier nochmal schauen, was sich denn hier zeigt, wofür denn der Weg genau hin. Also was erwartet euch nächste Woche? Wo steuert ihr beide hin? Was ist euer Ziel? Ja? Und da schauen wir jetzt mal, das mache ich immer mit den mystischen Orakelkarten. Die habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Aber auch da findet ihr natürlich die Beschreibung in der Infobox. Ich liebe diese Karten unglaublich. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr schöne Energie am Start. Ich freue mich sehr darüber. Vor allem zwei der Kelche hier noch. Das ist sehr, sehr positiv zu deuten. Lieber Spirit, wo geht denn der Weg für die beiden Seelenpartner hin? Um was geht es denn die kommende Woche? Welche Themen sind gleich? Um was geht es hier für beide? Wo möchten sich beide hinbewegen? Ich hätte gern bitte eine Karte. Jetzt sind es halt zwei. Okay, ich nehm die beiden jetzt auch. Normalerweise nur eine, aber ich nehme sie. Okay. Sehr, sehr schön. Wir haben hier die Magie der Nacht und mal wieder My Home is My Castle. Also auch diese Karte hier fällt sehr häufig, auch in meinen Monatslegungen für die Sternzeichen und auch in der Weekview. Also es verfolgt uns auf jeden Fall, dass es immer mehr auch darum geht, dass egal wo du auf der Welt bist, dass du dich eben immer zu Hause fühlst,
Es geht sehr viel auch in der neuen Zeit, in der wir uns ja jetzt auch befinden, darum, dass wir uns eben, dass wir Innenschau betreiben, dass wir Kontemplation betreiben, uns eben ganz genau selbst reflektieren und uns unsere Themen eben ansehen, ja. Und mit der Magie der Nacht geht es hier eben auch sehr, sehr viel um das Thema Träume. Und ihr seht ja hier dieses Eulenpaar. Ich liebe diese Karte wirklich sehr. Und du siehst ja hier, dass diese eine Eule ihren Flügel über die andere Eule legt. Das heißt, dass es hier auch um Geborgenheit geht und um Schutz. Und ja, möglicherweise, falls ihr beide keinen Kontakt miteinander habt, und ihr mir da jetzt eben folgen könnt mit dem, was ich euch jetzt sage, könnte es hier sehr, sehr stark der Fall sein, dass ihr beide euch immer wieder in den Träumen trefft. Viele Dinge, die wir hier auch in der 3D-Ebene nicht miteinander klären können, oder oftmals bekommen wir ja auch Menschen in unser Leben geschickt und so schnell wie sie reinkommen, sind sie schon wieder aus unserem Leben heraus. Ist es ja aber so, dass wir alles in unseren Träumen auch verarbeiten und auch unser Unterbewusstsein nährt sich eben aus unseren Nächten, aus unseren Träumen. Und hier geht es eben auch viel darum, dass ihr beide eben euch auch höchstwahrscheinlich begegnen werdet, wenn ihr träumt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du dich schon mal mit dem Thema luzides Träumen beschäftigt, falls du das jetzt zum ersten Mal hörst. Schau dir gerne mal hier auf YouTube weitere Kanäle an. Da gibt es ganz, ganz tolle Kanäle, die sich nur mit dem luziden Träumen beschäftigen. Das ist eine ganz, ganz interessante Sache. Da geht es eigentlich mehr oder weniger um realistische Träume, die Menschen eben haben. Es gibt Leute, die träumen schon ihr Leben lang luzid und die wissen das nur noch nicht. Und andere ist es eben so, dass man sich oftmals morgens schon gar nicht mehr an die Träume erinnern kann, in dem Moment, wo man aufwacht. Deswegen empfehle ich auch grundsätzlich, dass ihr euch eine kleine Affirmation setzt, bevor ihr schlafen geht. Und zwar ist es vollkommen ausreichend, wenn ihr euch dreimal hintereinander sagt: Ich möchte mich an meine Träume erinnern. Und das hilft schon, wenn du das dreimal dir sagst, dass dein Unterbewusstsein das aufnimmt und du wirst sehen, am nächsten Morgen fällt es dir schon viel leichter, dich an deine Träume zu erinnern. Dennoch ist es wirklich wichtig, sich ein Traumtagebuch anzulegen, beziehungsweise wenn es nur ein Zettel und ein Stift ist, wo du dann eben so stichpunktartig eben Träume aufschreibst, die für dich eine sehr, sehr hohe Relevanz hatten. Damit du da eben vielleicht noch ein bisschen besser selbst reflektieren kannst und auch schauen kannst, was verarbeitet denn gerade dein Unterbewusstsein. Okay? Gut. Ja, was ich noch wichtig bemerken wollte zu dieser Karte Magie der Nacht ist, möglicherweise hat auch der Elefant oder aber auch das Krafttier der Eule für dich auch eine wichtige Bewandtnis. Das möchte ich jetzt hier nochmal betonen. Schau da mal bitte, vielleicht sind es auch Krafttiere von dir. Und des Weiteren geht es auch bei der Karte darum, dich zu fragen, an wen kannst du dich denn anlehnen, wenn es dir mal schlecht geht? Beziehungsweise welchen, also hier geht es auch schon um Freundschaft, weil dieser Elefant, der begleitet dich durch die magische Nacht quasi, ja? Und genau, an wen kannst du dich anlehnen, wenn es dir schlecht geht? Und wer beschützt dich denn? Diese Fragen kannst du dir auf jeden Fall mal stellen in deinem Leben. Okay, dann möchte ich nun auch ganz gerne mit der Deutung beginnen. Sollte ich jetzt noch Klärungskarten benötigen, würde ich mir diese noch hinzuziehen. Okay, also ich beginne wie immer mit der Herrscherin, mit der Seite. Wir haben hier diese drei wirklich sehr, sehr positiven Karten. Also, meine Liebe, was auf jeden Fall hier schon mal eine klare Sache ist, wenn du dieses Video jetzt hier gefunden hast und du jetzt hier als weibliche Person zusiehst, dann ist es so, dass du momentan auf dem Sprung bist. Du bist auf dem Sprung, Neues zu entdecken. Du bist auf dem Sprung, deine Wunscherfüllung zu manifestieren. Für einige der Zuschauerinnen könnte es sein, dass du Veränderungen in deiner
Wunscherfüllung wahrnimmst und Veränderungen herbeiführst. Also möglicherweise hast du in den letzten paar Jahren oder Monaten eben einen ganz speziellen Wunsch gehabt, wohin dich eben dann auch dein Weg geleitet hat. Aber es zeigt sich mir hier eben auch mit dem Chariot, das war die erste Karte, die jetzt hier bei dir fiel, das ist der Wagen. Und eigentlich ist der Wagen, steht auch immer für schnelle Botschaften, für schnelle Ereignisse, die in dein Leben treten werden. Aber in diesem The Good Tarot ist es eben so, dass diese Pferde stehen. Das heißt, du hast den Wagen angehalten, du hast die Zügel angezogen. Und ich glaube, bei dir ging es ganz stark um die Thematik, dass du dich verloren hattest. Du, es war so, der Chariot wird immer durch ein schwarzes und ein weißes Pferd dargestellt oder ein schwarzes und ein weißes Wesen, egal ob das jetzt Pferde sind oder nicht. Und es steht eben für diese Polaritäten, für das weibliche als auch für das männliche Prinzip, für den Tag als auch für die Nacht, für das Gute und für das Böse. Ja, ich finde es immer schwierig, dass wir Bewertungen abgeben, aber ohne Bewertungen können wir halt nun mal kein wirkliches Leben hier auf 3D-Ebene führen. Ja, also wir Menschen werden hier ständig herausgefordert, Entscheidungen zu treffen. Und du kannst nur Entscheidungen treffen, indem du Situationen oder Personen eben auch bewertest entsprechend. Ja, und es zeigt sich mir hier so, dass das hier, also schon eine ziemlich rasante Fahrt wohl war, bis du eben diesen Wagen zum Stillstand gebracht hast, also bis du da mal die Zügel angezogen hast und gesagt hast, brr, so jetzt wartet ihr mal, ja, weil es zeigt sich mir hier eben auch, dass das eine Pferd nach links gezogen hat und das andere nach rechts. Das heißt, du wusstest irgendwie mit der Zeit gar nicht mehr, in welche Richtung soll ich denn jetzt eigentlich gehen. Für all diejenigen, die jetzt hier keinen Kontakt mehr mit ihrem Gegenüber haben, oder aber auch als Single zusehen, ist es so zu deuten, dass dir die Karte The Chariot mit dem mit zwei der Münzen und dem Stern eben sagen möchte, dass du deine Ziele, deine Wünsche und deine Träume eben noch mal neu überdenken solltest, ja. Das hatte ich euch auch schon in der Weekview gesagt. Also hier ist unbedingt eine Überleitung zu diesem Video. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in der Endcard, vielleicht auch noch mal in den Kommentaren. Ich schaue mal, ob ich noch daran denke dann. Schaut euch das unbedingt an, falls ihr es noch nicht getan habt, ja. Ich hatte euch nämlich genau auch diese Thematik schon in der Weekview beschrieben, weil wir hatten ja jetzt am 30.05. den Neumond in Zwillinge, ja? Und wir hatten nicht nur den Neumond in den Zwillingen, sondern auch die Sonne steht im Zwilling. Und im Zwilling geht es auch immer darum, Träume, Visionen und Lebensziele nochmal neu zu definieren, nochmal zu überdenken. Und auch das zeigt sich mir hier ganz stark für dich, ja? Also schau dir unbedingt nochmal meine Weekview an, die ich letzten Sonntag hochgeladen habe. Hier sind auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtige Botschaften für dich versteckt, ja? Also es geht für dich eben in der kommenden Woche darum, dass du jetzt nochmal ganz genau überlegst mit zwei der Erde, also das ist zwei der Münzen, das heißt, du siehst ja hier diese wunderschöne Dame, die jongliert hier mit zwei Münzen. Und dabei geht es immer darum, dass man sich eben für eine Sache nicht wirklich entscheiden kann. Möglicherweise revidierst du auch momentan deine Träume und Visionen, die du dir für die kommende Zukunft gesetzt hast. Das könnte übrigens auch noch die weitere astrologische Energie, die jetzt hier noch mit reinspielt, ist die des rückläufigen Merkurs. Und wir haben ja noch bis zum 3.6. läuft der Merkur noch rückwärts. Das heißt, in dieser Zeit solltest du Dinge nochmal reparieren, revidieren oder überdenken. Und genau diese Energie zeigt sich jetzt hier auf deiner Seite als Herrscherin in eurer Soul Couple Journey. Also möglicherweise, falls du es hier mit einem Gegenüber zu tun hast, mit dem du eben derzeit nicht wirklich viel Kontakt hast oder ihr habt euch darauf geeinigt, eine Beziehungspause einzulegen
Oder aber du bist vielleicht in einer Ehe oder in einer Partnerschaft mit dieser Person, aber es läuft momentan nicht wirklich so gut zwischen euch. Es stagniert immer wieder oder ihr habt immer wieder starke Reibungspunkte. Dann möchten dir die Karten hier sagen, schau dir doch bitte noch mal ganz genau an und das auch im durch die Brille der Polarität, also durch das weibliche als auch das männliche Prinzip auf dieser Erde, durch das Gut und durch das Böse. Schau dir noch mal genau an, was du dir denn als Lebensziele gesetzt hast. Was möchtest du denn in naher Zukunft für dich erreichen? Und ist denn diese Person, dieser Seelenpartner, dieser Herrscher, der hier auf der anderen Seite des Flusses quasi schon auf dich wartet, ist er denn immer noch deine Wunscherfüllung? Oder aber hast du dich in den letzten Wochen, Monaten oder für manche sogar Jahre so weit verändert und so krass transformiert, dass diese Person vielleicht auch energetisch gar nicht mehr zu dir passt? Ich sagte ja ganz zu Beginn, dass es eben auch mehrere Seelenpartner gibt, die wir im Leben treffen. Aber es gibt nur eine Dualseele, ja? Und falls du es jetzt hier eben mit einer Zwillingsseele oder mit einem Seelenpartner zu tun hast, kann es eben auch sehr gut sein, dass ihr beide euch eben einfach auseinandergelebt habt. Wir leben momentan in einer Zeit des ständigen Wandels. Ja, das war zwar schon immer so, aber jetzt seit ungefähr 1 bis 2 Jahren befinden wir uns in dem Übergang in einem in quasi einer in einem Übergang zu einem Portal in eine neue Zeit. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, dann wird es dir jetzt spätestens, indem ich dir diese Worte sage, auffallen. Es fällt viel leichter, auf dein Bauchgefühl zu hören, auf deine Intuition zu hören. Und es fällt dir auch viel leichter, Menschen, die du vorher vielleicht auch noch nie gesehen hast, zu beurteilen. Dass du Menschen quasi, wir werden immer gläserner sozusagen. So wie wir im Internet mit unseren Daten ja auch immer gläserner werden, so ist es eben auch hier auf 3D-Ebene. Also oftmals Menschen, wir wissen manchmal schon oder wir spüren es intuitiv, dass jetzt mal angenommen, du fragst irgendjemanden was, dein Gegenüber etwas und du bekommst von dieser Person nicht wirklich eine Antwort. Dann, oder du bekommst eine Antwort, aber du spürst, dass diese Antwort entweder vielleicht nicht mit dem resoniert, was er eigentlich denkt oder mit welcher Intuition er denn diese Antwort dir wirklich gegeben hat. Also diese Schleier werden immer dünner und immer lichtvoller, ja, und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache, weil wir kommen eben immer mehr in diesen Zyklus der neuen Zeit. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns alle, weil es geht jetzt immer mehr darum, deine Göttlichkeit eben auch zu leben und vor allem auch Liebe wirklich zu leben. Es geht nicht darum, dass du jeden Tag 10 Stunden irgendeinem stumpfsinnigen Job nachgehst, der einfach nur deine Miete bezahlt, wodurch du dich quasi mehr oder weniger über Wasser halten kannst, um deine ganzen Fixkosten zu zahlen, sondern wir sind hier auf dieser Welt und ich bin davon schon immer sehr stark überzeugt, dass wir göttliche Wesen sind und dass jeder von uns eine individuelle Begabung hat und auch eine individuelle Person eben einfach darstellt, durch den Charakter, den du hast, durch dein Aussehen, welches du hast und durch die Art und Weise, wie du groß geworden wurdest und was eben so deine Ziele sind. Und diese Karten möchten dich eben darauf hinweisen, du hast auf jeden Fall mindestens 2 Möglichkeiten, auch in Sachen Liebe. Und in der Soul Couple Journey schauen wir nur auf die Liebe, ja? Und also möglicherweise ist hier eben auch schon eine neue Person in dein Leben getreten, der eben den Platz dieses Herrschers, den du bisher immer für diese Person freigehalten hast, also falls ihr kontaktlos seid oder eben du auch als Single zusiehst, ja, dass hier jetzt eben eine weitere Person in dein Leben gekommen ist, die eben auch eine starke Konkurrenz darstellt, weil sonst würdest du hier nicht jonglieren, weil du jonglierst hier quasi so fast auf Augenhöhe, ja. Das heißt, du bist dir jetzt momentan gerade ziemlich unsicher, in welche Richtung soll denn jetzt denn hier dein Wagen gehen, ja. Läufst du jetzt in die linke oder läufst du in die rechte Richtung, ja.
Lässt du eher das Positive überwiegen oder eher das Negative? Sind denn deine Ziele, deine Visionen, die du hast, übereinstimmen die immer noch mit denen, die du vielleicht vor kurzem hattest? Also du wirst definitiv, nochmal, der Knackpunkt war der Vollmond im Skorpion. Den hatten wir im Mai. Das war Mitte Mai. Das war eine richtig krasse Sache, ja? Also für jeden von uns, egal in welchem Sternzeichen du geboren wurdest. Der hat mit der Mondfinsternis nämlich so richtig nochmal unsere alten Themen getriggert. Und du musstest dann nochmal in die Tiefe gehen und du wirst auch wirklich merken, dass es dir seit ein paar Wochen definitiv besser geht. Und selbst wenn du dich jetzt in der schlimmsten Situation deines bisherigen Lebens befindest, wirst du merken, dass es dir seit Montag, seit wir den 30.05. hatten und Zwillinge hier im Neumond war, du auf jeden Fall eine gewisse Leichtigkeit verspürst und auch einen Drang, deine Visionen und deine Träume von oben zu betrachten. Also aus der Luftperspektive, aus der Perspektive der Luftelemente, des Zwillings, des Wassermanns und des Waages. Falls du das in deiner Chart stark vorhanden hast oder vielleicht sogar dein Sternzeichen Zwillinge, Wassermann oder Waage ist, wirst du das hier noch vermehrt eben feststellen für dich und auch übrigens im Aszendent. Der Aszendent zeigt ja auch immer, wie wir uns nach außen hin präsentieren. Und auch da wirst du eben eine starke Veränderung in dir verspürt haben. Und es geht jetzt immer mehr darum, dass du dein Herz öffnest, dass du dein Mindset öffnest für neue Visionen, für neue Träume, die du dir jetzt eben in deinem Leben setzen möchtest. Bei der Karte der Stern geht es eben auch immer um eine Wunscherfüllung. Du siehst ja diese wunderschöne Dame, die hält hier auch ganz fest einen Krug an ihren Bauch. Und dieser und der Krug als auch alles, was diese Form hat, ich weiß nicht, wie man diese Form jetzt nennt, aber das unten ein Boden ist und es nach oben geöffnet ist, diese Gefäße. Das bedeutet eben immer, dass du auch offen bist für Neues und dass du eben auch offen bist für neue Visionen und für neue Träume oder Zukunftsblicke, die du dir eben für dich setzt, ja? Und vor allem hast du auch erkannt, und das ist das Allerschönste an dieser Karte, du hast deinen Selbstwert erkannt. Und falls du jetzt hier zusiehst und du bist ganz unten, ja, meine Liebe, da war ich auch schon, ja, das habe ich in vielen Videos auch schon lange umschrieben. Wenn es dir momentan so richtig dreckig geht, ja, und du dich richtig schlecht und manipuliert und ausgenutzt fühlst von anderen Menschen, von Umständen und vom Leben generell, ja, dann empfehle ich dir auch hier wieder, meditiere. Und zwar meditiere mit offenen Händen. Das heißt, du legst deine Hände auf deine Knie und du lässt diese geöffnet nach oben wie ein Gefäß. Dadurch zeigst du auch dem Spirit, dass du bereit bist, Neues in dein Leben zu ziehen. Und des Weiteren bedeutet diese Form auch, dass du Dinge loslässt. Und es zeigt sich mir hier ganz deutlich, dass du mit dem Vollmond Skorpion hier eben Dinge losgelassen hast. Und dadurch ist jetzt eine weitere Option, eine weitere Möglichkeit und eine weitere Person tatsächlich in dein Leben getreten. Und jetzt bist du am Jonglieren. Was möchtest du? Wähle ich Weg A oder wähle ich Weg B? Weil beides kann man halt grundsätzlich nie haben. Du musst dich immer für eine Sache entscheiden. Ja, und deswegen finde ich ja auch diese gruseligen Dreiecke so schlimm, weil das halt auch einfach zeigt, dass du einen sehr, sehr zerrissenen Charakter hast und dich halt einfach nicht für eine Person entscheiden kannst. Ja. Und das möchte dir diese Karte hier eben aussagen. Dein Selbstwert ist das Wichtigste, deine Selbstliebe und vor allem auch deine Selbstbestimmtheit. Das war ja das Thema, die Überschrift im Vollmond Skorpion mit der Mondfinsternis, die wir vor ein paar Wochen hatten. Da ging es rein um die Selbstbestimmtheit. Was möchtest du? Was macht dich glücklich? Und jetzt komme ich nochmal auf diese Karte. Wo führt der Weg hin? Wo fühlst du dich beschützt? Welcher Person vertraust du in deinem Leben? Gibt es denn überhaupt Menschen, denen du Vertrauen schenken kannst in deinem Leben? Also diese Sinnfragen solltest du dir unbedingt stellen die kommende Woche und das wirst du auch unterbewusst halt einfach auch tun, ja? Und
Schön ist auch hier zu sehen, du wirst dich möglicherweise sogar in dieser Woche sogar auch für eins dieser beiden Dinge entscheiden, für eine dieser beiden Münzen. Weil diese Münze, die zeigt sich mir hier im Hintergrund sozusagen. Also du bist dann Herr über deine Entscheidungen. Du weißt ganz genau, welchen Weg du für dich gehen möchtest, was sich für dich am schönsten, am liebevollsten und auch am realistischsten halt einfach anfühlt. Wenn du zum Beispiel diese Person, diesen Herrscher immer noch in deinen Gedanken hast, aber du wirst mir mit Sicherheit zustimmen, sollte dies eine toxische Person gewesen sein, die dir einfach in der Vergangenheit alles nur nicht gut getan hat, dann wirst du jetzt seit ein paar Tagen oder vielleicht für einige auch schon seit ein paar Wochen eine Erleichterung diesbezüglich spüren. Du fühlst dich erleichtert. Du fühlst, dass diese Person oder irgendein unschöner Umstand von dir genommen wurde. Und das wurde von dir genommen als ein Geschenk, um dich eben neu auszurichten in deiner Leichtigkeit. Weil wir können nur neue Visionen und neue Träume verwirklichen und manifestieren, wenn wir in unserer Seele gesättet sind, wenn wir ein gewisses Fundament eben auch in uns spüren. Und da geht es eben auch immer wieder bei dem Star auch darum, dass du dich selbst auch als ein Star siehst. Du bist der Star deines Lebens. Du bist die Hauptperson in diesem Theaterstück, was ich Leben nenne. Ja? Du stehst auf der Bühne deines Lebens. Und der Regisseur, das bist auch du. Ja? Und du bestimmst, was in dein Leben kommen soll und wer oder was nicht. Ja, und darum geht es für dich nächste Woche. Also auch wieder um Selbstfindungsthemen und du musst hier Dinge noch revidieren. Und das passt auch hervorragend astrologisch gesehen. Wie gesagt, am 3.6. in ein paar Tagen geht eben, wie gesagt, der rückläufige Merkur raus. Und das wirst du auch merken, Dinge laufen einfach wieder viel flüssiger, ob das Sachen sind wie Technik. Oder eben auch Entscheidungen und so weiter und so fort. Ich möchte das jetzt nicht nochmal alles aufzählen. Schau dir auf jeden Fall meine Weekview an, falls du es noch nicht getan hast. Und du wirst hier eben auch noch definitiv wichtige Botschaften für dich erkennen. Jetzt kommen wir zu der Seite deines Herrschers, also zu deinem Gegenüber. Und wir haben hier als erstes The Magician. Also dein Herrscher ist momentan dabei, alle Attribute, die er in sich trägt, also die der Stäbe, der Kelche, der Schwerter und der Münzen, in sich zu vereinen. Also diese Person hat definitiv dazugelernt und diese Person ist sich jetzt auch bewusst darüber geworden, was er möchte. Also das auf jeden Fall im besten Falle, ja. Du siehst hier auch einen Mann, der eben sehr, sehr gereift ist und der auch sehr, sehr weise sich hier darstellt. Und der Magier im Tarot hat grundsätzlich eben alle Skills, die er braucht, um das Leben möglichst einfach, liebevoll und schön zu gestalten für sich, ja? Und in diese Energie kommt dann gegenüber die kommende Woche, nämlich auch mit dem Hierophant. Den Hierophant hatten wir auch schon in der letzten Legung gehabt und da ging es eben auch darum, das hatte ich auch ganz gut beschrieben. Er hatte nämlich alle Skills vor sich stehen auf diesem Altar. Also du siehst hier das Feuer, du siehst hier die Kelche, du siehst hier die Stäbe und eben auch die Schwerter. Ja, und nur konnte diese Person diese ganzen Fähigkeiten und diese Attribute, die er in sich trägt, eben einfach noch nicht in sich vereinen. Darum ging es letzte Woche. Und deswegen freut mich das auch so sehr, dass es jetzt hier wieder aufgegriffen wurde. Und jetzt ist mit dem Magier dein Gegenüber momentan dabei, diese Fähigkeiten und diese Attribute in sich eben, wie gesagt, zu vereinen, um auch eins zu werden. Ja, das ist ganz wichtig für diese Person, damit ihr noch mehr in seine Festigkeit kommt. Und eben, wenn wir bei diesem Bildnis der beiden Löwen bleiben, dass er sich auch einfach mal zutraut, die Fähigkeiten und die Attribute auch zu besitzen, diesen reißenden Fluss, der hier eben zwischen euch verläuft, den reißenden Fluss der Emotionen und der Gefühle zu durchschwimmen oder zu durchgehen, um eben auf der anderen Seite bei dir hier als wunderschöne Löwin, die für ihn eben die absolute Wunscherfüllung darstellt, eben auch zu erreichen. Ja, also
Das fasziniert mich gerade schon wieder. Ich lege schon seit über 10 Jahren die Karten und ich bin jeden Tag neu erstaunt darüber, wie sehr die Karten immer miteinander korrespondieren. Das ist wirklich Magie, ja. Und auch hier gerade in der Soul Couple Journey oder alleine, dass wir im Outcome schon wieder die Sonne haben. Leute, das ist Magic, ja. Okay, also dein Gegenüber kommt hier durch Stille, durch Bewusstwerdung, durch Kontemplation. Vielleicht betreibt dein Gegenüber oder falls du jetzt hier auch als Mann zusiehst und du dich hier in dieser Soul Couple Journey als der Herrscher hier quasi als dass du dich hier wiederfindest, ja, möchte dir hier der Spirit sagen, du wirst jetzt hier, du siehst ja hier oben, das ist ganz schön dargestellt, du wirst jetzt hier diese ganzen Attribute, die hier auf diesem Altar dir ja eben schon da liegen, das sind alles Erfahrungen und Situationen, aus denen du in deinem Leben gelernt hast, ja. Und die kannst du nun vereinen zu etwas Größerem, zu etwas Besserem, zu etwas, was dich vollständig macht. Und zwar ist das der Zugang zu deinem höheren Selbst und der Zugang auch zu zu der lichtvollen geistigen Welt. Und falls dir das jetzt zu abgehoben klingt, weil für viele Männer ist es halt leider immer noch der Fall, ja, dann sehe es halt einfach so, du bist momentan in der Energie des Magiers und nur dieser Magier hat die Fähigkeiten, eben alle Fähigkeiten in sich zu integrieren und daraus etwas Großes zu schaffen. Und dabei geht es eben auch im Neumond und in der Sonne, die wir ja momentan in den Zwillingen haben, das Ganze aus der Vogelperspektive zu sehen. Es geht um das große Ganze nächste Woche. Für dich als männliche Person, als männliches Prinzip. Es geht eben darum, dass du siehst, was deine Potenziale sind. Und es geht darum, dass du diese Potenziale eben auch auf 3D-Ebene auch umgesetzt bekommst, dass du jetzt eben auch beginnst, neu zu manifestieren, da du jetzt eben wie vollständig bist. In der letzten Soul Couple Journey habe ich auch davon gesprochen, dass es um Seelenanteile geht. Möglicherweise ist diesem Herrscher durch seinen sehr, sehr lockeren Lebensstil oder durch weitere traumatische Erlebnisse eben auch der ein oder andere Seelenanteil verloren gegangen. Und den hast du aber gefunden. Du hast definitiv eine weitere Fähigkeit, ein weiteres Skill, eine weitere Seelenanteil hast du einfach wieder gefunden und diesen kannst du jetzt integrieren. Du kannst es auch sehen wie ein Puzzle, wo ein paar Puzzleteile fehlen. Und du hast diesen Puzzle nun entweder vielleicht sogar zur Krönung das letzte Puzzle hinzugegeben oder aber vielleicht eines von diesen Puzzleteilen, die fehlen. Und so kannst du dich quasi komplettieren. Ja, du wirst wieder eins, ja, mit dir selbst. Und dieses Einswerden mit dir selbst, mein Lieber, das zeigt mir hier diese wunderschöne Karte 2 der Kelche. Die 2 der Kelche ist eine der höchsten Liebeskarten im Tarot, die es gibt. Und es ist auch schön, dass es hier einfach zwei Fische sind, die hier abgebildet sind, weil die Fische stehen ja auch grundsätzlich für die Sensitivität, für das Sensible, für das sehr, sehr Feinfühlige, für Emotionen, weil das Element der Fische ist das Wasser und das steht eben, wie gesagt, im Tarot für Gefühle und für Emotionen. Und dein Gefühl sagt dir auch schon als weibliche Zuschauerin, dass dein Gegenüber immer mehr in die Gefühle kommt und genau so ist es. Er sieht euch als zwei Fische, die nun eben in dem Element schwimmen. Also nochmal auf das Bildnis der zwei Löwen zu kommen, wo die eine Löwin am anderen Ufer steht und dein Herrscher an dem anderen Ufer steht und zwischen euch dieser Fluss ist. Er stellt sich jetzt also vor, mit den neuen Fähigkeiten, die er jetzt eben gewonnen hat, dass er die kommende Woche es auf jeden Fall schaffen wird, diesen Fluss oder dieses Gewässer quasi zu begehen oder sich da rein zu bewegen. Weil wenn du dich mit einem Element vertraut machst
Oder wenn du dich öffnest, ja, und hier geht es eben darum, dass dein Gegenüber sich jetzt für die Gefühle öffnet, für die Emotionen dir gegenüber, die schon immer da waren, aber die diese Person halt einfach entweder krampfhaft versucht hat zu umgehen oder eben auch sich einfach nicht darauf einzulassen. Hier wird jetzt ein Game Changer reinkommen und diese Person wird durch den Magier und durch den Hierophant, was auch immer für eine sehr, sehr hohe göttliche Anbindung steht und auch für den göttlichen Schutz und auch dafür steht, ja, dass du dich halt einfach auf das Leben auch verlassen kannst, dass das Leben dir jetzt bringt, was es soll. Weil der Herrscher hat auch echt einen schlimmen Weg hinter sich. Das hatten wir ja in den letzten paar Soul Couple Journeys, hatten wir das ja schon stark erörtert. Und da gab es auch wirklich Wochen, da hat diese Person richtig Karma aufgetischt bekommen. Und das hat er vielleicht jetzt auch geschnackelt, ja. Vielleicht hat er jetzt auch hier jetzt mal wie so einen fetten Arschtritt bekommen, dass er sich nun jetzt endlich in seine Emotionen und Gefühle begibt. Und des Weiteren zeigt sich ja hier auch noch die Seerose. Oder man könnte es auch, wenn man es jetzt nicht weiß, genau, auch als Lilie bezeichnen. Und die steht auch immer für die Harmonie, für den Frieden. Hier auf diesem Bild herrscht der reine Frieden. Das ist Liebe pur, ja. Und ihr wollt wieder als Goldfischpaar sozusagen oder als Löwenpaar oder als was auch immer, als Menschenpaar eigentlich, miteinander sein. Und ihr wollt eben eure Emotionen und Gefühle auch miteinander leben. Weil ihr seid füreinander bestimmt, ihr seid Seelenpartner. Und für manche ist es eben ja, wie gesagt, sogar so, dass ihr Dualseelen seid oder Zwillingsflammen. Und das bedeutet, dass es nur eine Person gibt in der jetzigen Zeit, in der du jetzt hier dich entschieden hast, geboren zu werden, die für dich bestimmt ist. Und wenn du jetzt hier als Single zusiehst, kann ich dir jetzt schon sagen, wird sich dein Seelenpartner hier durch Träume auf jeden Fall ankündigen. Und dein Partner oder dein Seelenpartner, der kommt dir immer näher und das spürst du auch schon unterbewusst. Du spürst es, weil du weißt, dass du vielleicht jetzt auch eben, wie gesagt, eine Entscheidung für dich treffen musst, weil du vielleicht jetzt hier noch eine weitere Option in dein Leben gespült bekommen hast und die kam eben auch nur rein in dein Leben, weil der Spirit weiß, dass du mittlerweile so ein festes Fundament hast und dich so weit gefestigt hast und du dich so weit selbst reflektieren kannst, dass du jetzt eben auch in deinen Selbstwert, in seine Selbstermächtigung kommst und für dich nun die beste Entscheidung triffst, die du jetzt eben für dich treffen kannst. Das möchte ja jeder Mensch. Jeder Mensch möchte glücklich und geliebt sein. In diese Position wirst du jetzt definitiv die nächste Woche kommen. Und Leute, wir haben, wie gesagt, hier noch im Outcome die Sonne. Wir dürfen das nicht vergessen. Das Outcome ist bei der Soul Couple Journey unfassbar wichtig. Und es zeigt sich hier wirklich, ich kann das nicht anders sagen, der Spirit oder wie auch immer, ob du den Allah nennst oder Gott oder Jesus oder wie auch immer, du hast hier den lichtvollen Schutz an deiner Seite. Ihr seid geschützt, ihr seid geführt und es ist eure Bestimmung, dass ihr hier zueinander findet und es wird noch in diesem Sommer passieren. Wenn du jetzt hier als Single zusiehst, ich verspreche dir, dass du hier eine Person kennenlernen wirst, die dich entweder wieder weiter deinem Seelenpartner bringt oder sogar du wirst deinen Seelenpartner in diesem Sommer noch finden, wenn du zu dieser Soul Couple Journey gefunden hast. Und der Weg, wo es eben für euch beide auch hingehen soll, ist, und auch hier zeigt sich wieder mit My Home is My Castle auch der Stern für mich. Ja, auch hier sind überall Sterne, die Nacht ist wichtig. Also schau mal, dass du vielleicht abends mal noch einen Spaziergang machst oder wenn vielleicht ein klarer Sternenhimmel ist, dass du dich einfach mal auf deinen Balkon chillst und einfach mal nichts tust. Schalt doch mal diesen idiotischen Fernseher aus, das braucht kein Mensch mehr in der neuen Zeit. Es geht darum, dass du dich um dich und um deine Begabungen und um deine Visionen kümmerst und nicht darum, was andere Leute tun und was andere Leute für gut heißen. Es geht nie um andere, es geht immer nur um dich selbst. Es geht um deinen Selbstwert, deine Selbstliebe und deine Selbstbestimmtheit. Und das möchte dir auch hier nochmal das Ziel dieser Soul Couple Journey für nächste Woche sagen.
Du hast dein Leben in der Hand. Es geht darum, dass du, dass diese Stadt, die diese Person hier auf ihren Schultern trägt, das sind all deine Erfahrungen, deine Erfahrungen halt einfach, die du in deinem Leben bisher gemacht hast, die trägst du entweder als Laster mit dir oder aber du trägst sie als positive Funken mit dir, ja. Und diese Person ist quasi total committed mit sich selbst. Sie ist zu Hause bei sich. Das heißt, da sollte jeder Mensch hinkommen. Dann hätten wir auch keine Kriege, keine Ungerechtigkeiten und keine boshaften Menschen mehr auf dieser Welt. Wenn jeder Mensch wissen würde, wo seine Begabungen liegen, wo seine Ziele hinführen sollen und wie man es schafft, einen Zugang zu seinem Herzen zu generieren, ja. Und dann erst kannst du ein freudiges und liebevolles Leben leben, weil du bist immer zu Hause, egal wo du bist, weil du weißt, dass dein Zuhause keine Wohnung und kein Haus und kein, was weiß ich, was für ein tolles Vermögen ist, sondern dass dein Zuhause in dir selbst ist. Das ist dein Herz. Und da sollten wir alle wieder hinfinden. Und in dieser kommenden Woche spielen Träume eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und auch die Magie der Nacht. Die Magie der Nacht ist für mich, ich selbst zum Beispiel, ich schätze die Nacht mehr als den Tag. Weil in der Nacht ist Stille, in der Nacht ist Ruhe, in der Nacht ist alles durch einen Schleier zu sehen. Durch einen magischen Schleier, ja. Ich lege nachts eher weniger die Karten oder abends, obwohl ich viel, viel bessere Zugänge zu den Karten habe. Aber ich tue das eben aus gewissen Gründen lieber tagsüber, ja. Auch gerade jetzt hier, wenn ich für YouTube Videos hochlade, ist es, glaube ich, einfach besser, weil es gibt eben auch sehr, sehr viele Menschen, die sind noch gar nicht so weit, um eben gewisse Dinge eben nachvollziehen zu können. Also schau dir unbedingt in der kommenden Woche, du wirst mindestens eine wichtige Traumbotschaft erhalten. Wenn du möchtest, meine Liebe, dann schreib mir die gerne unten in die Kommentare. Und falls du möchtest, kannst du mir das auch einfach per E-Mail mitteilen. Aber wichtig ist, dass du das für dich erkennst. Entweder wird dein zukünftiger Partner hier durch Träume mit dir sprechen oder vielleicht ihr auch irgendwelche tollen Sachen erleben. Und falls es nicht so ist, wirst du auf jeden Fall einen ganz, ganz wichtigen Hinweis für dich erhalten, um eben hier in deine Selbstbestimmtheit zu kommen, um dir eben klar zu machen, was ist es denn, was ich möchte? Was gibt mir denn Sicherheit? Was gibt mir denn ein Fundament? Wo fühle ich mich denn zu Hause? Und nochmal, darum geht es in Seelenpartnerschaften gar nicht. Es geht nicht darum, dass du bedürftige Lieben lebst. Das heißt, du brauchst niemanden mehr. Du bist als die Herrscherin, bist du eine Person, die so in ihrer Selbstliebe ist, dass jede Beziehung und jeder Mensch, der als weiteres i-Tüpfelchen sozusagen in dein Leben tritt, nur eine weitere Bereicherung für dich darstellt. Du bist alles, was dir Liebe, Erfüllung und Glück bringt. Und diese Person hier, die ist, wie gesagt, nur das i-Tüpfelchen. Da solltest du hinkommen und da werden dich die Träume die kommende Woche auch hinweisen darauf, dass es hier darum geht, neue Träume, neue Visionen zu erschaffen. Vielleicht ist diese Person gar nicht mehr das Richtige für dich. Möglicherweise befindest du dich schon seit Jahren in einer völlig unerfüllten Partnerschaft oder in einer Ehe, aus der du nichts lieber als aussteigen möchtest. Was hindert dich daran? Bitte, ihr müsst bedenken, das Leben ist so kurz. Das Leben ist ein Wimpernschlag, ja, im Vergleich zu dem Zeitgeschehen. Es gibt keine wirkliche Zeit, ja. Das ist ein menschliches Konstrukt sozusagen. Aber wir wissen, wir haben in etwa im Schnitt so 80 Jahre hier zu leben, ja. Und für die meisten, die hier zusehen, wirst du dich wahrscheinlich schon in der Mitte deiner Jahre befinden. Und jetzt frag dich halt mal, soll dein Leben jetzt weitergehen wie bisher? Oder gibt es denn etwas Neues, was du erreichen möchtest? Think big
Ja, so wie die Amis auch immer sagen, du musst groß denken, du solltest dir das zugestehen, dass das Beste dich in deinem Leben erreichen wird. Selbst wenn du jetzt total arm bist und du vielleicht nicht mal einen Job hast oder so, es geht darum, wie du dich selber siehst und dass du richtig manifestierst. Wenn du dir selber was wert bist und dann lässt du dich zum Beispiel nicht von deinem Gegenüber hier schlecht behandeln. In keinster Weise lässt du das mehr zu. Und wenn du hier jemand hast, der dich schlecht behandelt, der dich disrespektierlich behandelt, der dich immer wieder versucht nach unten zu drücken, der dich manipuliert, der was auch immer hier mit dir tut, ja, du wirst es dir nicht mehr bieten lassen. Und vielleicht ist es das, diese Transformation, die du jetzt durchlebst. Ja, jeder von uns ist momentan in einem Transformationsprozess. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, aber es geht eben darum, das für dich das Optimum rauszuholen. Und das hat nichts mit übersteigerter Selbstliebe oder Narzissmus im Gegenteil zu tun, sondern im Gegenteil, es geht darum, dass du für dich das glücklichste und das meistgeileste Leben generierst, was du dir nur vorstellen kannst. Und wenn du dich in dieser wunderschönen und glücklichen und prachtvollen Energie befindest, dann kannst du auch anderen Menschen behilflich sein in deinem Leben. Aber auch nur dann. Ja? Okay, meine Lieben, ich bin am Ende dieses Videos. Wir schauen nächste Woche wieder, wie es weitergeht. Ich werde jetzt die kommenden Tage eine ganz, ganz neue Serie hochladen. Da geht es um das Thema Ägypten. Also schau dir das mal unbedingt an. Ich denke, schaff das vielleicht in den nächsten ein, zwei Tagen. Falls dir dieses Video gefallen hat, gib mir unbedingt einen Daumen hoch. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere meinen Kanal. Ich werde auch hier in der Mitte wieder mein Logo aufleuchten lassen. Und auch hier in der Endcard dürfte die Weekview verlinkt sein. Also falls du sie noch nicht gesehen hast, schau sie dir unbedingt an. Die kommt jeden Sonntag spätestens raus. Und ansonsten sehen wir uns wieder nächsten Mittwoch bei der Soul Couple Journey Folge Nummer 14. Ich wünsche euch alles, alles Liebe von Herzen. Namaste.